Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV. Ich bin hier in Lüdenscheid. Warum bin ich in Lüdenscheid? Ich habe hier gehört, dass es das Kino geben soll, und zwar den Filmpalast Lüdenscheid. Und der Filmpalast Lüdenscheid muss wohl ein Kino sein, mit einer ziemlich langen Tradition, mit einem sehr engagierten Kinobetreiber und eben mit iBeams. Jetzt werdet ihr euch wundern, iBeam, Moment mal, das ist etwas, was wir gerade erst vor kurzem vorgestellt haben. Wieso ist denn das schon im Kino eingebaut? Die waren ehrlicherweise schneller. Und zwar haben die den iBeam hier wohl verbaut. Der iBeam ist ja ein Gerät, wo man wirklich viel, viel Spaß bekommen kann, wie ja nun die ein oder anderen Witz bei uns in den letzten Wochen festgestellt haben. Und was der iBeam hier macht und was das Besondere überhaupt an diesem Filmpalast hier in Lüdenscheid ist, das wollen wir uns mal in den nächsten Minuten anschauen. Wir haben hier mal angerufen, gefragt, können wir uns das mal hier hinter den Kulissen anschauen? Und der Luba sagte sofort, klar, machen wir. Und haben schon gemerkt, da scheint ein ziemlich engagierter Kinobetreiber zu sein, der auch wirklich mit Herz und Seele beim Thema Kino dabei ist. Herr Lubau. Hallo. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Dass Sie uns eingeladen haben. Sie haben ja doch einen besonderen Filmpalast, haben wir gehört. Und den wollten wir uns jetzt mal gerne im Detail anschauen. Das ist ja der Eingangsbereich. Seit wann gibt es den Filmpalast? Der ist ja unter Denkmalschutz, wie wir gesehen haben. Genau, das ist ja auch nicht gerade jedes Kino hier in Deutschland, oder? Ist von 1956, ist der Filmpalast. Ja. Wurde von 54 bis 56 gebaut und eben gerade der Foyerbereich hier, diese alten Kassenhäuschen und der Nierentisch zum Beispiel, das steht alles unter Denkmalschutz. Das handgeschmiedete Treppengeländer da hinten, das ist einfach auch so unser Aushängeschild hier mit, ne? Dieses klassische, das gehört dazu. Seit wann betreiben Sie das Ganze selber? Meine Familie betreibt das Kino seit 1979 und ich selber jetzt seit 12 Jahren. Okay, also auch wirklich mit dem Kino dann groß geworden, denke ich mal. Ich habe als Baby schon im Kino gelegen, im Körbchen unter der Kasse sozusagen. Okay, Vater hat die Spulen aufgerollt und daneben war der Kleine. Es ging schon mit dem Opa los und ich bin quasi die dritte Generation, die dann Kino betreibt. Jetzt hat sich ja einiges geändert bei den Kinos, ne? Also ein Thema Digitalisierung wollen wir uns ja dann mal anschauen, denn da sind Sie ja auch mittendrin, da haben Sie schon einiges getan. Von der Geschichte her sagen Sie jetzt, das Ganze gibt es schon gerade gut zu 40 Jahren. Wie viele Säle haben wir hier im Kino? Wir haben hier zwei Säle. Der große Saal ist noch der Ursprung quasi und dann haben wir noch einen zweiten kleinen, das ist so mehr der Arthouse-Saal hier und den haben wir jetzt seit gut 10 Jahren. So, Stichwort Digitalisierung. Das hat ja für Sie zur Folge gehabt, dass Sie ja irgendwann mal auch sich wirklich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen müssen, weil nun auch die Filmbetriebe oder die Filmverleiher sagen, pass mal auf, Junge, irgendwann kriegst du eine Kassette, da ist da eine Festplatte drin. Genau. Und wenn du das nicht hast, dann ist irgendwann nichts mehr mit Film. Oder so ist es, so ist es. Also, seit wann machen Sie das dann jetzt mit Digitalisierung? Wir sind im großen Saal, sind wir seit anderthalb Jahren digitalisiert und hier unten seit Januar. Also hier, wir sind seit Januar komplett digital. Das war auch sehr wichtig für uns, weil dieser Mischbetrieb aus Spule, ich sag mal traditionellem Kino und dann das Digitale, das funktioniert natürlich nicht gut, weil wenn Sie einen Film digital bekommen und der läuft dann im großen Saal, müssen Sie den einfach digital weiter zeigen. Und egal, ob der floppt oder nicht, Sie haben den großen Saal besetzt. Ne? Und darum ist das dann nachher, war es ganz wichtig, dass auch der kleine Saal schnell digitalisiert wird. Sie sagten ja im Vorgespräch mal, dass das hier früher mal ein Büro war, nämlich Ihr Büro. Und dann ist Ihnen die Idee gekommen, dass Sie daraus ein Kino machen könnten, ja, nämlich den zweiten Saal. Das ist richtig. Das hatte mich gewundert, dass wir im Büro eine niedrigere Deckenhöhe hatten als hier im Foyer. Und dann habe ich mich auf den Schreibtisch gestellt und einfach mal ein Loch in die Decke geklopft und Kopf durch. Und dann, ja gut, da kann man ein Kino rausmachen, war dann mein Resultat daraus. Aber es ist auch eines der wenigen Kino, ich glaube, bis jetzt das einzige Kino, wo man wirklich diese Filmprojektionstechnik auch mal direkt im Eingangsbereich sehen kann, weil das ist jetzt eine coole Nummer. Sie haben ein Loch eingehauen in die Wand und jetzt steht hier der Digitalprojektor und was haben Sie für ein Gerät hier ausgewählt? Das ist von Barco, ein 2K-Projektor. Ja. Auch sehr hoch dimensioniert für diesen kleinen Saal, aber das ist können Sie aber über die Lampen steuern, ne? Je nachdem, welche Lampentype Sie einbauen. Ne? Genau. Aber hat eine Menge Licht, ne? Ist eine 2K-Lampe wohl drin. Ist eine 2K-Lampe jetzt drin, fährt natürlich gedrosselt, ist aber für den weiteren Ausbau auf 3D-Technik ist einfach auch eine stärkere Lampe erforderlich. Und der ist jetzt für die 2D-Wiedergabe geeignet und Sie wollen auch irgendwann mal 3D machen? Genau, oder ist hier wir in dem werden Saal? Auch den kleinen Saal auf 3D umrüsten. Es wird im Frühjahr nächsten Jahres soweit sein, dass wir den dann auch, einfach damit wir noch flexibler mit dem Film sind nachher. Dann lass uns mal reingehen. Ja. So, das ist ein Schmuckstück hier. Eine Leinwand von, was haben wir, 4 Meter ungefähr, schätze ich mal, oder? Was meinen Sie? Es ist ein bisschen mehr, weil da sogar mehr. Genau, wir werden so bei 4,30 liegen von der Breite her nachher. Und das ist eben nicht für jeden Film unbedingt was, aber gerade im Arthouse-Bereich oder eben gerade Kinderfilme nachmittags nochmal, wenn die älter sind, wunderbar. Ne? Man ist ja auch eben dementsprechend nah dran und hat.
Sie vermieten das auch für vielleicht einzelne Veranstaltungen, sei es eine Präsentation von der Firma oder? Das machen wir grundsätzlich bei beiden Sälen. Mhm. Also das ist, es kommt natürlich darauf an, es darf nicht in unseren normalen Spielplan reinhauen. Klar, okay. Das ist einfach, wir sind ein Kino und wollen es auch hauptsächlich bleiben. Ne? Wie viele Plätze haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt 30 Plätze. Mhm. Und im oberen Saal, wo wir dann gleich noch hingehen werden, haben wir 310. Und ich habe gesehen, Sie machen auch häufig Veranstaltungen mit den örtlichen Schulen, dass Sie dann beispielsweise vormittags sich hier ausgewählte Filme anschauen können, die örtlichen Schulen hier von Lüdenscheid genau, und Umgebung. Ja. Nächste Woche fängt schon wieder eine Schulkinowoche an. Wir haben gut 2 Stück davon im Jahr, die über 14 Tage gehen. Heißt zwar Schulkinowoche, aber bei uns sind es mittlerweile Wochen geworden, weil wir eben gemerkt haben, dass die Termine auch für die Schulen nicht ganz so einfach sind, immer die hinzukriegen. Und dann haben wir denen einfach mehr Auswahl gegeben. Dann zeigen wir 4 Filme abwechselnd, jeweils pro Woche 2 Stück. Zu verschiedenen Uhrzeiten, man kann sich die Schulen da immer anmelden und es wird sehr gut in Anspruch genommen. Und hier dürfte das aufgrund der gemütlichen Atmosphäre, ich glaube, der eine oder andere lernt sich hier wahrscheinlich auch noch mal hier näher kennen, ne? Oder auch vielleicht sogar Filmfans, die sagen, guck mal, der Film war gelassen, weil danach wird noch gesprochen hier, das diskutiert das und sich verabredet. Sehr schön. Also das echt? Wird sehr gut angenommen. Wir haben ganz oft, dass Leute vereinzelt dann im Foyer einzeln reingehen und die dann zusammen nachher auch so sich rausgehen aus dem Saal und sich fürs nächste Mal verabreden. Das ist einfach gerade aufgrund dieser Atmosphäre hier drin ein bisschen gemütlicher. Man hockt ein bisschen zusammen, ne? Und die Leute haben eben auch das gleiche Interesse. Ne? Das ist, die gucken sich den Film an und so soll es sein. Kino nicht nur Spaß. Schauen, sondern auch Kommunikation. Dann gehen wir doch mal in den großen Saal, weil da haben sie einige Überraschungen parat. Super. So, Ihr Arbeitsablauf, wie sieht das eigentlich aus? Es soll ja den anderen geben, der unseren Kanal guckt, weil er sagt, Mann, Kino, da habe ich den ganzen Tag Kino, kann ich immer Kino machen, gucken, vielleicht macht das mal, ist das mal ein Job für mich. Also wie sieht denn so Ihr Arbeitsablauf aus? 5-Tage-Woche, 7-Tage-Woche? Ja, das sind natürlich 7-Tage-Woche, ist das natürlich und eigentlich auch fast rund um die Uhr. Ne? Das ist einfach, es rufen morgen schon Kunden an, Reservierungen, das Wochenende haben wir lange Filmnächte, da geht es mal eben bis 4 Uhr morgens, also das ist auch, da müssen wir wieder sauber machen, Ware bestellen, auch Büroarbeit quasi. Also es ist nicht nur einfach ein Projektor anstellen und das war's. Ne? Wohnen Sie hier auch drin? Ich wohne hier drüber. Weil da oben drüber sind, habe ich gesehen. Ganz oben drüber wohne ich. Das ist ja cool. Haben Sie ein richtig großes Heimkino, was? Ja, das ist natürlich schön. Nutzen Sie das auch schon mal so für eine echte Privatvorstellung? Also wenn mein Sohn da ist, dann spielen wir auch mal ein bisschen Playstation oder so auf der Leinwand. Also auf der großen oder auf der? Schon auf der großen. Nein, echt? Natürlich. Ist ja cool. Das ist hier haben wir einige Bilder. Das sind jetzt Auszeichnungen beispielsweise, weil Sie hier ja, im Denkmalschutz sind. Genau, ne? Die Denkmalschutzurkunde. Hier haben wir noch den Beitrag zur schönen Stadt. Da haben wir auch eine Plakette verliehen bekommen. Okay, ja, dann haben wir da oben, war da mal eine Premiere? Das ist, ja, das sind alte Andenken von meinem Opa quasi, ne? Bei dem Kino, wo da immer die Premiere war. Hier kann man auch sehr schön sehen, wie früher die Leute ins Kino rannten. Ne? Das war mit Anzug? Mit Anzug und die Massen quasi. Ne? Das, also ja, cool. Das wird es auch nie mehr geben in diesem Ausmaß, aber eben die Leute früher, da waren Tausende am Tag. Ne? Das ist einfach nicht mehr vorstellbar. Ne? Nein. Mhm. Wer ist das da oben? Das ist mein Opa. Und quasi den habe ich das zu verdanken, dass ich heute im Kinobereich drin bin. Ne? Der hat sie als infiziert. Als Plakatmaler angefangen, hier sowas auch zum Beispiel. Hat er auch, irgendwo haben wir auch noch hier, da sieht man sehr schön. Da hat er alles Sachen, die er früher selber gemalt hatte. Früher gab es ja keine Posterfertiger und nichts. Und dann wurde das eben, haben die vor dem Kino das eben gemalt. Und irgendwann hat er das Kino dann übernommen in Gelsenkirchen. In der Hauptstraße, das Union-Theater war das damals. Wie, und dann hat er die Plakate gemacht, die man vielleicht, wenn überhaupt noch vereinzelt mal sieht, die man also an den Wänden, also draußen aufgehängt hat oder innen drin, wo dann so Motive aus dem Film und alles war handgemalt. Wir haben aber der echte Unikate, ne? Das waren immer Unikate. Und wir haben auch unten im kleinen Saal noch so 2, 3 Köpfe hängen, die damals von meinen Opa gemalt worden sind von ein paar Schauspielern. Das ist auch, darum habe ich auch so ein Vorlieben hier für diese Wandmalereien. Ja, Eingangsbereich habe ich gesehen, ne? Aber die haben Sie jetzt nicht gemalt. Nein. Cool, das hat dann jemand anders dann gemalt. Gut, dann wollen wir mal schauen, was uns im Kino erwartet. So, das ist jetzt also der Hauptkinosaal, den Sie jetzt hier haben. Ne? Wie nennt sich der Saal? Hat das Namen? Im Kino 1, der Filmpalast 1. Quasi, das Aushängestück bei uns hier. Ja. Der hatte mal wie viele Plätze und wie viel hat er jetzt? Es waren ganz früher 720. Wir haben jetzt hier noch 310 Plätze. Das ist eben alles zugunsten von Beinfreiheit und so. Ja, Beinfreiheit, das ist ja schon mehr als Beinfreiheit. Da kann ich ja mehr als hinlegen. Sowieso, ne? Was haben Sie da so für Abstände? Wir haben bis zu 2,10 Meter. Nee, ne? Doch. Das ist ja besser als First Class. Das muss so sein. Und die Würfel sind dann, um die Beine hochzulegen? Das ist auch nochmal, damit Sie auch die Füße da hochlegen können. Wir hatten eben so einen großen Erfolg mit unserem Logenbereich nachher und dann wollten wir es schon mal wenigstens auch für den Parkettbereich auch einigermaßen schon mal so haben.
Die Leinwand ist auch gerade keine kleine, die Sie da haben, oder? Nein, wir haben also hier eine Breite von 12 Metern und sind damit auch die größte Leinwand im Märkischen Südkreis. Also im Märkischen Südkreis? Ja, irgendwann hat Iserlohn mal eine größere Leinwand gebaut. Ja, man muss sagen, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier direkt an der Autobahn, was ist das, 45, ne? Ne? Mitten im Sauerland quasi, ne? Seid ihr schon mitten im Sauerland hier? Wir sind mitten im Sauerland hier. Okay, also gerade mal eine Stunde von uns entfernt, habe ich gerade festgestellt, ne? Ja. Kann sich ja fast schon mal lohnen, hier extra nochmal hinzukommen, weil wir haben ja noch ein paar Überraschungen hier. Leinwand 12 Meter, ist klar. Dann von der Geschichte her, ich habe mal gelesen, als ich mich ja mal erkundigt habe, was denn hier so mit dem Kino das alles auf sich hat. Es hat doch mal böse gebrannt, ne? Ja, das war bei dem Film Das flammende Inferno 1974. Nein, das habe ich ja nicht gelesen. Und in der Vorstellung vom flammenden Inferno? Genau, das wurde dann hier auch riesig gelöscht, ist quasi der ganze Saal ausgebrannt. Aber nichts passiert? Komplett mit Dach, mit allem. Also Leuten ist nichts passiert, zum Glück. Und ja, das war wohl damals Brandstiftung vom Vorführer. Ne? Nee. Das war noch vor unserer Zeit. Wie gesagt, meine Familie hat das seit 1979. Und dann musste das Kino aber dann von den Grundmauern, die standen auch einigermaßen, aber der Rest, was wir hier sehen, ist dann aus den 70ern. Die standen alle und der Rest ist genau, der ist aus dem Jahre 74 dann. Okay, und jetzt haben Sie im Laufe der Zeit dann jetzt unter anderem diese wahnsinnig komfortablen, ich sag mal, Sitzabstände unter anderem gemacht. Und das ist dann alles so im Zuge der Verfeinerung. Das ist alles, genau. Wir werden immer weiter ausbauen nachher. Das ist einfach, man braucht heutzutage nicht mehr unbedingt die Masse, sondern es geht einfach mehr einfach um Komfort. Na, dass die Leute einfach mehr das Kino genießen. Die zahlen eine Menge Eintritt dafür und da sollen sie auch eben was für bekommen. Das ist Ihre Philosophie? Genau. Ja, finde ich ja gut. So, das heißt also, das fängt bei Ihnen an mit dem Sitzkomfort. Mhm. Dann haben Sie jetzt digitale Technik. Also hier ist dann auch ein Beamer, der dann von Baku wäre. Wahrscheinlich, genau, ne? Schätzt man, ne? Ist der gleiche Projektor wie unten, nur also ein Modell höher. Hier und arbeiten wir mit 4K quasi. Also nicht 4K meinen Sie jetzt die Lampe? Ich meine die Lampe, ne? Mhm. Genau. Mhm. Also nicht die Auflösung, sondern einfach. Und hier oben, der große Saal ist natürlich mit 3D ausgestattet. Ne? Mhm. Das allerdings mit Polfilter dann, ne? Also mit passiven Technik. Genau, das ist von VLD und quasi passive Polfilter. Das ganze Kino ist Dolby zertifiziert. Was haben Sie hier drin? Dolby EX haben Sie hier drin? Wir haben Dolby Surround EX. Okay. Und dann, das heißt also, Sie dürfen, ja, das war nochmal interessant, ich habe das mal gehört, mit den Filmen ist das ja manchmal ganz schön spannend, wann Sie wo welche Filme zeigen dürfen. Also wenn Sie jetzt so einen Film buchen, dann muss der hier laufen oder kann der auch mal woanders laufen? Morgen kann der vielleicht im kleinen Kino laufen oder wie läuft das? Also das ist immer alles nach Absprache mit dem Filmverleiher natürlich. Ja. Wenn wir einen Film im Bundesstaat haben, heißt das aber eigentlich gut erstmal 3 Wochen großer Saal rund um die Uhr. Okay. Also man ist da nicht so flexibel, dass man es machen kann natürlich. Wenn die Filmverleiher einen das genehmigen, ist das okay, aber sonst sind sie erstmal dran gebunden. Man hat da quasi Verträge und die muss man dann eben erfüllen. Erst. Was läuft momentan hier? Momentan läuft noch Madagaskar und jetzt geht es dann quasi noch eine Woche, kommt Hotel Transsilvanien hier oben dann noch in 3D und dann geht es über auf den neuen Bond-Film. Da wird wahrscheinlich die Bude hier brennen, ne? Haben schon jetzt also jetzt nicht so wie letztes Mal, sondern ich sag mal, da wird hier richtig was los sein. Ja, ne? Wir haben also die Reservierungen sind schon ganz gut. Ja? Da sind wir ganz gut. Das heißt, dabei. Sie können auch im Internet, kann ich bei Ihnen auf der kann ich auch direkt die Tickets. Sie haben, glaube ich, eine eigene App, haben Sie auch. Und Facebook sind Sie auch. Ne? Also schon ziemlich rührig, ne? Muss man alles haben heutzutage. Die Kunden wollen das immer mehr. Gerade auch diese Online-Reservierung, dass sie eben online eben direkt von der Seite sich ein paar Karten reservieren können, gehört heutzutage dazu. Das ist irgendwie schon Standard mittlerweile. Ne? Das sollte man haben. So, jetzt werden Sie alle noch fragen, warum hat denn er vorhin den Karton vom iBeam in der Hand gehalten? Wir gehen nämlich jetzt mal in die Loge, weil da haben sich ja mal richtig was einfallen lassen. Und das gucken wir mal an, denn sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe schon viel gesehen, wie man so schön sagt, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Also diese Loge, die verdient ja ihren Namen wirklich, muss ich ja sagen, weil auch hier nochmal eine Wahnsinnsbeinfreiheit. Was ist das ungefähr? Auch 1,80? Also hier sind wir auch in der breitesten Reihe bei 2,10 Meter. Nee. Wie viele Plätze haben wir hier insgesamt? Die Loge umfasst jetzt 38 Plätze, alles Einzelsitze, 2 Armlehnen, immer ein Tisch dabei. Und wenn ich mal so gucke vom Augen her, bin ich ja sowas von mitten im Bild, das ist ja auch wirklich gerade. Genau. So muss es auch sein. Aber was ich dann hier um die Ecke gesehen habe, ich habe mir natürlich schon mal vorher umgeguckt, das ist natürlich der absolute Knaller. Er hat hier wirklich an jedem Logensitz die Möglichkeit angeboten, dass ich hier meine Füße richtig schön quer hochlegen kann. Und das finde ich ja wirklich klasse. Also Sie sind ja auch sehr gemütlicher wahrscheinlich, ne? Natürlich. So. Ich meine, so will doch jeder Kino gucken. Das ist es ja, doch einfach. Ja, wollen wir vieles, aber einfach. Ich kenne noch keinen, wo Füße sowas angeboten wurde. So ein bisschen so das Heimfeeling auch dabei. Das geht ja auch noch hier, ne? Eine Rückenlehnenverstellung ist in den Sitzen auch drin. Und wir waren auch das erste Kino in Deutschland, was eben so einen Standard eingeführt hat. Was ist das für Material hier von den Sitzen? Das sind hier? Alcantara-Sitze. Auch eine Nummer teurer, aber eben auch schöner.
Luxus. Luxus. Ja, man sitzt sehr bequem, super Blick, die Beine hoch. Und jetzt kommt es. Unter den Sitzen haben sie auch noch was eingebaut. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Denn es ist der iBeam, ne? Das genau, es ist der iBeam. Also das fing ganz verrückt an. Wir hatten ein paar Kindergeburtstage hier und die haben uns da drauf gebracht. Wie? Ein paar Kunden haben uns drauf gebracht, dass die Loge wirklich ganz toll ist und sowas alles. Aber eben, er hätte da mal sowas gesehen in so einem Katalog und so. Und dann haben wir uns da mal erkundigt über diese Geräte quasi alle und sind dazu... Wir haben zig Geräte bestellt und sind beim iBeam hängen geblieben nachher und haben die alle wild durchgetestet und alles. Und das ist genau das, was quasi noch so fehlt im Kino, so quasi die vierte Dimension hier noch. Deshalb nennt es sich auch 4D-Kino. 4D, genau. Wobei, also der iBeam, für den, der den Film noch nicht gesehen hat, von über den iBeam, den wir ja auch auf unserem Kanal haben, der iBeam ist ein Körperschallwandler, der in der Lage ist eben, wenn er an den Sitz befestigt wird, den Tieftonanteil des Films wirklich fühlbar zu machen. Genau. Also dieser Vergleich mit der Eisenbahn, den wir ja in dem Film auch gezeigt haben, nochmal kurz zur Erläuterung, ne? Wenn ich im Freien bin und da fährt eine Eisenbahn an mir vorbei, dann habe ich sie nicht nur im Ohr, sondern ich merke sie und spüre sie auch. Zu Hause werde ich sie wahrscheinlich nur hören, aber ich werde sie nicht richtig spüren. Und da ist der Körperschallwandler, also in der Folge des iBeam, weil es gibt verschiedene, aber unserer Meinung würde ich auch sagen, der iBeam ist sicherlich der präziseste und auch der, der genau. Das wird wahrscheinlich so, was waren so die Hauptgründe bei Ihnen gewesen? Also das ist einfach, wir haben es getestet, wir haben verschiedene getestet. Ja. Er war wirklich präzise, das muss man so sagen. Also wir waren da von anderen nicht so begeistert. Wir haben auch mehr Geld ausgegeben teilweise, wir haben alle getestet. Und okay. Sind hierbei einfach hängen geblieben, weil das hat überzeugt. Ne? Und der nervt dann auch nicht? Also weiß nicht, wie ist es bei Madagaskar, da kommt er vielleicht nicht so häufig vor? Es ist sehr, sehr filmabhängig natürlich auch. Es gibt Filme, wo sie es gar nicht großartig merken unbedingt. Es hängt auch natürlich mit dem Bassanteil im Film an. Sie haben ganz tolle Filme natürlich, wenn wir hier so The Dark Knight den letzten gesehen haben. Das war natürlich super. Ne? Das ist, da reißt es einen quasi von den Sitzen. Ne? Das gehört aber dann eben auch dazu. Während sie, wenn sie sich was Ruhiges angucken, haben sie auch nichts. Ne? Das ja, ist eben nur in den dann, entsprechenden Szenen. So, und jetzt muss ich mich allerdings mit meinem Nachbarn immer gut verständigen, weil es sind immer Zweiersitze hier. Und Sie haben hier wirklich einen Ein- und Ausschalter reingesetzt. Genau. Also wenn es mir gar nicht gefallen sollte, warum auch immer, ich wüsste jetzt eigentlich echt gar keinen Grund nach meiner jetzigen Erfahrung in den letzten Wochen, dann könnte ich ihn trotzdem ausschalten. Das ist genau. Wir haben extra einen Knopf reingebracht. Es ist ein kostenloser Service, den wir bieten. Wir nehmen da keinen Aufpreis für oder was. Es geht einfach nur darum, den Kunden mehr zu bieten. Die es nicht haben wollen, können es ausschalten und die anderen haben vielleicht ein bisschen Spaß mehr noch am Kino. Und wie haben Sie es dann ganz verkabelt? Also hier unten unter Befestigung ist klar, wo ist die Endstufe? Die Endstufen befinden sich im Vorführraum und quasi jeder Stuhl hat quasi seinen eigenen Kanal und wir können den quasi getrennt, jeder hat die Wahl, kann ihn steuern. Kriegen Sie Feedback von den Kunden? Das war auch der Sinn. Wir haben eine Reihe ausgestattet damit gehabt erst. Wir wollten das Feedback der Kunden gerne abwarten. Und es ist einfach so, dass die Kunden sehr, sehr angetan sind davon. Wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht und Meldungen davon bekommen. Und darum werden wir auch weiter ausbauen. Also momentan ist diese Reihe momentan hier momentan ist die letzte Reihe in der Loge. Das war quasi die Testphase. Und das wird in den nächsten Wochen komplett auf die ganze Loge ausgestreckt werden. Cool. Und bei James Bond geht ja aber schon richtig die Post ab. Ne? Offenbar ist doch bestimmt hier schon komplett ausgebucht für die nächsten Tage und Wochen. Ja, schon. Gut besucht. Können wir mal einen Blick in Ihr Vorführstudio, also in den Kinoraum mal werfen? Ja, gerne. Dann machen wir das mal. So, das ist so, sag ich mal, was ist das eigentlich hier? Nicht das Geheimnis des Kinos, aber das ist eigentlich der wichtigste Raum. Das ist der Filmvorführraum. Genau, das ist der Vorführraum. Und hier wird Geschichte geschrieben. Genau. Da haben wir hier noch einen alten Projektor quasi. Ja, ein alter ist gut. Was ist er denn vom Alter her? Das ist eine Ernemann 9, also die ist schon von meinem Opa jetzt genau sagen. Also 50er Jahre? 50er Jahre ist die auf jeden Fall. Ernemann hieß der. Ernemann, also einer der Filmprojektorenhersteller gewesen. Früher mit der Rolls-Royce unter den Projektoren. Also, was haben wir für Leuchtkörper hier drin? Ist das, hier haben wir auch einen Xenon-Kolben drin. Ja, lass mal lieber zu. Die Dinger können wir um die Ohren. Ja, solange sie kalt sind, geht's. Das okay. Noch. Dann kann man das sehen. Und wow. Ein bisschen glüht er noch. Guck mal, Christian, ob du das drauf bekommst. Mhm. Und dieser Kolben hat dann was für eine Lampenlebensdauer? Die ungefähr? Lebensdauer bei dem hier betrug 3000 Stunden. Mhm. Ja, und das ist ein 2100 Watt Kolben hier drin. War immer eine gute Stromrechnung, ne? Das sowieso. Also im Kinobereich sind Sie mit einer Stromrechnung immer gut dabei. Auch keine Ausnahme demnächst, ja? Nein. Sie gehören nicht dazu. Da gibt es halt nichts. Gut, und dann haben wir hier, was kann er abspielen? Generell 35 mm. 35 mm Film, genau.
Und dann ist der nachgerüstet worden vom Ton her? Genau, hier ist quasi die Dolby Digital Abtastung. Ja. Und es musste quasi hier unten auch nochmal die Laser auf Laser umgerüstet werden, auf eine Rotlichtabtastung, wo früher hatten die Filme, die Tonspur ist ja hier in dem Film mit drin, ja. Und die war früher eben schwarz und die wurde vor ein paar Jahren geändert auf diese Zyanfarbe und das kann man nur noch mit einem Rotlichtlaser abtasten. Also quasi das ist modernste Technik, das andere ist quasi alt, aber es hat da auch keine Entwicklung gegeben in dem Bereich. Das ist einfach nur, dass sie hier noch richtigen Busgetriebe haben mit richtig ein paar Liter Öl drin und alles. Und das ist richtig robust, da kommt der Spruch deutsche Wertarbeit her, das wahrscheinlich. Ist so. Ne? Das ist so. Und der ist auch richtig schwer, schätze ich mal, oder? Der wiegt so 300 Kilo, sind sie dabei. Das war ja auch ein Akt, Dinge hinzubekommen. Ne? Ja. Dann haben wir was für eine Optik vorne. Ist eine Schneider-Optik oder ist das da Kreuzer? Ne? Klar, Kreuzer. Schneider, ja, genau. Klar. Ne? Das ist quasi, hier ist nur das Cinemascope-Format, also das Anamorphot. Das legen wir dann quasi nur um, je nachdem, was für ein Format wir fahren. Ne? Haben wir das vorgeklappt oder nicht. Und ach so, okay. Das war's dann. Ja, und jetzt haben Sie dann den digitalen Bruder daneben stehen. Genau. Dann gehen wir mal rüber, schauen Sie es mal an. So, der digitale Bruder, der ist relativ kompakt im Vergleich. Aber Sie haben trotzdem beide noch im Einsatz, ne? Wir haben im Einsatz, quasi ist das immer als Backup-Gerät, nochmal als Sicherheit. Wenn was passieren sollte, kriegen Sie immer noch eine analoge Kopie, ganz klar. Ja. Und warum sollte man den wegtun? Das ist auch, wir haben sehr viele Kindergeburtstage hier, denen wir dann eben auch Kinderfilme machen eine Führung hier im Vorführraum rein, dann kommen die alle rein, dann kleben wir mal ein Stückchen Film zusammen oder sowas und dann starten die mal den Projektor und so, das gehört so ein bisschen dazu, ne? Dass die auch nochmal die alte Technik sehen und die neue dann quasi. Nachwuchsförderung, genau. Ja, also jetzt ist jetzt der große Barco eigentlich der gleiche, wie hier unten steht, nur mit einer größeren Lampe drin. Genau, Hier haben wir. Und dann kriegen Sie auch die klassische, ja, was ist das, die Festplatte? Das sind jetzt, hier haben wir gerade eine drin. Ja. Das sind dann eben die Festplatten, die kriegen wir. Das haben wir hier, Abraham Lincoln gerade. Ja, okay. Das wird einmal auf den Server draufgespielt und danach ist die Sache quasi erledigt. Dann haben wir ihn auf dem Server drauf, dann brauchen wir ihn nicht mehr. Dann können wir die eigentlich direkt immer wegschicken. Man hat die gerne noch ein bisschen länger, falls mal Probleme sind oder falls man es mal neu aufspielen muss. Man die gerne länger hier. Also da steht jetzt drin, dass der jetzt hier 201 GB groß ist anscheinend insgesamt. Genau. Ne? Scope ist er, Total Runtime, 1 Stunde 45 Minuten, ist verschlüsselt. Dann die Auflösung steht drin, 2048x856 und JPEG 2000. Okay, genau. Darüber haben wir schon mal berichtet. Und der ist gemacht worden am 3.7.2012. Mhm. Das heißt, das ist ja ein Filmchen, der ja gar nicht, der ist ja erst seit kurzem in den Kinos, ne? Auch am Lincoln, ne? Das ja, heißt, die machen den dann, wo auch immer, in Amerika oder wo auch immer, in London steht hier drauf, ne? Anscheinend. Genau. Dann wird der hergestellt und dann kommt der irgendwann Wochen und Monate später in die jeweiligen Kinos. So, und den ist, also der ist so verschlüsselt, dass der auch nur in Kombination mit diesem Gerät ja funktioniert. Der läuft nur in Kombination mit diesem Server, mit diesem Projektor und sonst nicht. Also wir kriegen quasi Zeitfenster zugeschickt, spezielle Schlüssel, KDMs nennt man die bei uns und die geben quasi den Film frei. Also so die Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich habe jetzt hier meine 5 Kinos, heute lässt ihr mal in dem Kino und morgen in dem Kino, das wird gar nicht so einfach gehen, weil dieser Schlüssel ist eigentlich verhindert. Da müsste ich schon mehrere Schlüssel für diesen Film dann bekommen. Wir können den Film auf den anderen Server draufspielen, wir können ihn aber nicht abspielen, solange wir keinen Schlüssel vom Verleih dazu bekommen. Und das Ding ist auch unknackbar, wie es so schön heißt. Offenbar. Ja, ne? Ja, bis jetzt hat sich nichts ergeben. So, und dann haben Sie hier Ihre ganze EDV-Technik oder sagen wir mal die ganze Steuerungstechnik. Hier drüber steuern wir quasi, den ist nur ein Touchscreen. Wir können den auch komplett vorprogrammieren. Also es ist nicht mehr so, dass der Vorführer, wie jetzt noch bei diesem Projektor hier, ganz früher komplett anwesend war, bevor es noch die großen Spuren gab, waren ja nur die kleinen, musste der jede Viertelstunde eben was ändern. Darum hatten die Vorführer ja auch immer zwei Projektoren und dann wurde immer mit Überblendung gearbeitet. Das ging dann irgendwie wieder weg, dann wurden die Spuren immer größer, größer und zum Schluss passte doch der ganze Film schon drauf. Aber dann musste er zurückspulen und sonst was. Hier, wenn wir das wollen, können wir hier einen Zeitplan eingeben, dann sagen wir heute, was war es in Madagaskar, um 3 Uhr. Dann ziehen wir den hier rein oder um 14 Uhr. Wie Drag and Drop, wie man so schön sagt. Genau, einfach anklicken einfach und rüberschieben. Zeit eingeben, den Film eingeben und basteln uns eine Show dann mit quasi und speichern die dann nur ab. Und das war es dann eigentlich schon. Dann braucht man gar nichts machen mehr. Ja, das ist dann hier, jetzt sagt man nur den Zeitplan, den schalten wir ein und der Rest läuft von selber vollautomatisch, Beleuchtung, Vorhang, alles quasi. Und wie ist das mit der Werbung? Wenn jetzt Werbung kommt, dann kriegen Sie die auch digital und dann schieben Sie die ganzen Werbeblöcke auch nochmal zusammen? Laden wir uns teilweise runter, eben auch von gewissen Servern dann nachher, spielen die hier in das System ein
Es sind auch teilweise hier dann CDs, ja, dass wir die zugeschickt bekommen. Ja. Die kommt dann quasi in den Server rein. Was haben wir da drauf? Tarzan. Okay. Und sogar in 2 und in 3D. Genau, da sind meist mehrere Versionen drauf. Die wird dann einmal in den Server eingelesen. Das machen wir dann hier, dann sehen wir das immer sofort. Ah ja, die Version ist noch nicht drauf. Oder per USB-Stick, wir haben eben mehrere Anschlüsse da vorne. Und dann können wir hier quasi eine Show zusammenstellen. Nehmen wir mal einfach hier einfach Madagaskar gerade, wie es hier ist. Da haben wir die dann hier. Da sehe ich dann eben meine komplette Werbung. Das geht dann hier los, die Regionalwerbung, überregionale Werbung. Ne? Und dann nachher den Film. Wir setzen alle Marker allerdings. Das ist ja schon extrem komfortabel. Ne? Also ja. Früher musst du mit der Schere dann die Filme zusammenschneiden oder auch genau, mit dem Klebeband. Mit der Klebepresse, wie wir sie da vorne noch stehen haben und so, wurde das dann eben gepresst jedes Mal. Es war auch immer sehr zeitaufwendig quasi. Und auch das Aufwendigere daran war nachher noch das Zerlegen. Das, also, wenn sie einen Film bekommen, ist es ja noch schön, da freuen sie sich. Sie werden damit ein paar Besucher haben, ein paar Einnahmen haben oder sonst was. Aber wenn ein Film dann das Kino verlässt wieder, da ist ihr Interesse ja eigentlich schon erledigt. Und dann fehlt ja aber nochmal an. Ne? Und es ging dann früher, es gab dann einen Spediteur, der hatte einen Schlüssel. Der hat die Filme dann hier nachts rausgeholt. Wir mussten die wieder zerlegen in die einzelnen kleinen Kisten rein. Und am nächsten Morgen standen die im nächsten Kino. Nur wir konnten natürlich erst nach der letzten Vorstellung anfangen. Und das war in der Regel mittwochs ab 11 Uhr abends. So. War eine richtige Nachtarbeit angesagt. Genau. Ja? Dann hatten sie da noch mal eine Stunde zu tun oder so. Also je nachdem, wie viele Filme das auch waren. Meistens sind es ja 2 oder 3, die dann gewechselt haben. Dann haben sie noch mal bis 2, 3 Uhr morgens hier gestanden. Und irgendwann gegen 4, 5 kam dann der Spediteur und hat den Film abgeholt. Was für eine Gewichtsklasse ist eigentlich so ein Film, so Pi mal Daumen? So bis 30 Kilo. Pro Rolle? Pro Rolle. Also kompletter Film dann auch? Oder reden wir jetzt, ja, ne? Kompletter Film, 30 Kilo. Ja, das sind ja auch noch was zu schleppen. Das ist ja auch, die Filme sind immer länger geworden, das Material ist zwar ein bisschen dünner geworden mittlerweile und alles. Die Farben waren blasser und so weiter. Also das Ganze ist ja hier relativ verschleißarm. DLP-Technik und die Lampe hat hier dann eine Lebensdauer von, was schätzen Sie ungefähr, was sagt man, und für wie viel ist die freigegeben? Das ist hier meistens 1000 Stunden. Dafür ist die freigegeben? Genau. Okay. Wir haben ja auch, wir können hier genau den Zeitpunkt sehen hier. Wie viele Stunden wir schon haben. Da stand da gerade Health Report, also Gesundheitsreport, genau, nennen die das. Hier ist eben alles, das ist ja nett. Alles Mögliche dran zu lesen, ob Temperaturen oder sonst. Die Lampe hat jetzt hier 504 Stunden schon in Betrieb. Ja. Ist da eigentlich eine Ersatzlampe drin? Nein. Also wenn der ausgeht, dann dummerweise manchmal wir haben Pech, dass es im Betrieb wäre. Solange er ganz normal ausgeht, ist das nicht das Problem. Ja, aber im Betrieb wird es ein bisschen hektisch. Man hat auch immer Ersatz da. Es ist nur eben auch die Gefahr, weil das ja Xenonlampen sind, dass die eben platzen können. Und haben Sie einen Schutzhandschuh oder? Es geht sowieso nur mit Schutzhandschuh, Maske und sonst was. Und die größte Gefahr ist auch noch, dass der Projektor auch noch beschädigt wird. Mhm. Weil die hängen ja in einem Spiegel drin und da ist richtig Druck drin. Mhm. Und, da was passiert, das ist nicht so toll. Der kleine hier, also der kleine Große, was kennen wir eigentlich so hier, so Pi mal Daumen, was die Summe angeht? Was muss man denn so investieren, um insgesamt mit so einem Gerät hier zu installieren? Also mit allem, was dazugehört, damit Sie ein Bild in Farbe und wenn es geht auch in 3D zeigen können. Also so wie wir es jetzt hier stehen haben, mit der Projektor, mit dem Server, mit der 3D-Einheit eigentlich, da sind Sie so bei 120.000 bis 150.000 Euro, je nach Modell, was Sie da haben. Ne? Wenn Sie schon ein paar Tickets für verkaufen und ein paar Sorten Popcorn. Ja. Wie viele Leute haben Sie hier? Mitarbeiter, wir haben so gut, also quasi ist das mehr ein Familienbetrieb quasi. Ich, meine Freundin und sonst auch selbst mein Sohn, wenn er hier ist, hilft er mit. Und sonst haben wir, insgesamt sind wir 5 Leute quasi noch, 3 Aushilfen haben wir noch dabei. Herr Lubau, ganz ehrlich, hier werden Träume wahr. Weil ich sag mal, ich habe noch nie in so einem Kassenhäuschen gesessen und das finde ich schon ziemlich cool, weil das hat ja auch wirklich den Look aus den, was ist das, 50er Jahre dann noch. Das, ne? Das hat sich ja nicht verändert. Nein, das ist noch so, wie es früher war. Aber Sie haben gesagt, das haben Sie gar nicht mehr im Einsatz gehabt jetzt, ne? Nee, das hat man immer aus personaltechnischen Gründen und dann hier, es hat sich ja früher, waren es nur Rollenkarten, die haben sie abgerissen, mittlerweile geht alles über einen Rechner und so. Da hatten wir das nicht mehr im Einsatz. Ne? Und stimmt es denn, dass es jetzt zum ersten Mal eingesetzt wird, wiederum bei dem neuen James Bond? Genau, wir wollen das mit dem neuen James Bond wieder eröffnen, dass wir hier wieder die Karten verkaufen und eben drüben ganz normal die Süßwaren und so, wie es eben früher war. Ja, das ist so ein bisschen aus Tradition einfach und bei so einem Film, wo dann eben auch genug Besucher kommen, da lohnt sich das dann auch hier offen zu machen. Jetzt haben Sie hier einen neuen Drucker geholt, ja klar, Monitor, alles digitalisiert, genau. Aber der Rest ist noch schön geblieben, hat auf jeden Fall noch seinen Flair.
Herr Lubber, vielen, vielen Dank. Es war ein toller Tag, hat sich echt gelohnt. Danke, dass wir hier sein konnten, dass Sie so spontan Ja gesagt haben. Ja, sehr und gerne. Da Sie ja ein echter Großbildspezialist sind, haben wir in unsere zwei Grobi-Tasten mal mitgebracht. Ich bin ein Grobi, ein Großbildspezialist. Für die Freundin auch einen. Ja, super. Hoffe mal, dass Sie die eine oder andere Zeit davon werden, dass Sie mal daraus trinken können, weil ich sag mal, es ist ja schon ganz klar ein stressiger Job, aber Leute wie Sie, ich sag mal, der tun der Kinolandschaft sicherlich gut und da freue ich mich, da wieder ins Kino zu gehen. Super. Vielen Dank. Vielen Dank.